Use sie aber nicht, weil die könnten wertvoll werden. Bin mal gespannt, ob du jetzt gleich aufschreist und bemerkst, was ich gerade gepolt habe. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß was. Nein. Hä? Oh, eine Spitzhacke. Ja. Mit Behutsamkeit. Ja. Hä, was ist... Ich weiß nicht, was du damit machst, Tobi. Bitte lass mich doch einfach gucken. Ich möchte doch auch so gerne helfen. Ich bin jetzt gleich fertig. Ja, gut. Oh, Leute, ich bin schon voll gespannt. Könnt ihr wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, aber ist einfach so. Alter. Boah, ich plane jetzt mal kurz die Brücke. Oh, nein, bitte nicht. Nur plan, Junge, wie die laufen soll. Das fällt alles in sich zusammen. Alter, doch nicht so planen. Hä, wie machen wir das denn? Wäre der Berg so gerade vor uns, das wäre viel besser. Sonst müssten wir den hier noch ein Stück verlagern. Ah, Torben, ich habe eine Beschäftigung für dich. Komm mal. Komm, jo! Nicht nach oben. Mann. Zu mir. Hier, bau damit mal Fahnen ab aus dem Dschungel. Alter. Ich weiß nicht, ob das so geht, aber. Nein, das geht. Das geht mit einer Schere, du Honk. Dafür brauche ich doch keine Spitzhacke. Oh, ja, wusste ich nicht. Ja, das war jetzt auch nicht so böse gemeint. Wir haben doch noch eine Schere irgendwo, oder? Wie viel Fahnen brauchst du? Bring mal 6 mit. Alter, zu. Ja, da ist die Schere, ich hab sie. Aua. Hä, ja, was soll ich mit der Holzspitzhacke? Kannst zerstören. Schmeiß dir den Berg runter, weiß ich doch nicht. Ich bin dann mal kurz auf Dschungeltour. Da. Sollen wir erst schlafen? Ja. Nein, weil das ist oben. Ach so, stimmt. Hast du verlagert? Au. Danke, dass ich immer runterfalle heute. Ganz im Ernst. Das passiert doch sonst nie. Was? Dass ich runterfalle. So, ich bin schon wieder irgendwann. Nein. So, ich brauch doch nur 3. Ja, Alter. Jetzt habe ich aber schon 7. Nein, irgendwie nicht. Ich bin gerade erst im Dschungel angekommen. Ah, da sind die ersten. Sehr schön. Obwohl, im Dschungel sehen die viel grüner aus. So in so Extreme Hills sind die so grau. Und im Dschungel so grün. Das sieht man hier gerade sehr schön. So, 3 habe ich. Die waren direkt am Eingang. Sonst noch irgendein Wunsch aus dem Dschungel? Ja, ich hätte dann doch gerne so einen leckeren Cookie. Denk dran, nicht gucken, ne? Ich hol mir das gleich selber unten ab. Boah, Alter, Tobi, das ist echt unfair. Alter, Creeper, gehst du wohl aus unserem Kakaofeld raus? Wer, der explodiert? Tobi, ich hab das... LOL! Alter, da ist noch einer drin, den habe ich gar nicht gesehen. Aber ich habe doch das geile Schwert, Tobi, das hat doch Rückstoß. Ist kein Problem. Alles safe. Gut. Ah, ich sehe den Creeper. Ja, der versteckt sich da, der soll da mal rauskommen. Da drin kann ich den nicht... Ah, danke. Da kommt er. Ja, komm, noch ein Stückchen hier. Danke. Ja, ich beobachte euch mal. Ah, ich beobachte euch vom Balkon aus. Na, zu spät. Hallo, guck mal hier oben. Und wie sieht das hier von unten aus? Das sieht gut aus. Also von direkt da drunten nicht so gut, aber von weit weg gut. Also danke. Nicht, wenn man von oben, von unten so nach oben guckt, weißt du, wenn man direkt da drunter steht. Ja, ja, ist klar. Ja, ja. Aber von weit weg. Alter, warum? Woher? Am Arsch, Junge. Es ist jetzt wieder ein Creeper explodiert. Nein, aber hier war direkt einer um die Ecke. Bring mal bitte den Farn. Ja. Unsere Ehe ist fertig. Es kam ein paar Mobs dazwischen, die mich gemobbt haben. Wenn jetzt einer von oben runterfällt, dann. Dann. Gut, der Farn ist an der Tür, frisch aus dem Dschungel. Die Holzspitze liegt da immer noch am Arsch. Okay, der Farn liegt auf dem Boden, Tobi. Er verschwindet in 5 Minuten. Ja. Gut, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Boah, Junge, ich möchte endlich, dass es da fertig wird. Nein! Verdammt! Die Holzspitzhacke nehme ich nicht mit. Ah, dann werfe ich sie jetzt runter.
ist die zweite Holzspitzhacke heute, die da runterfliegt. Okay, die hat einen Abgang gemacht. Die hat einen Abgang gemacht. Was wollte ich noch machen? Mann, Tobi, komm, bitte beeil dich. Du playst gerade voll viele Blöcke, das höre ich von unten. Aber ich habe keine Ahnung, welche und warum und wieso und... Aber ich weiß, was du mit den Farmen machst. Ich weiß auch gerade, warum die drei Ziegel im Ofen waren. Die ich im Inventar habe. Willst du die haben für den Blumentopf? Oder soll ich ja schon mal direkt den Blumentopf machen? Nee, nee, ich hab. Achso. Ich hab genug. Ich hab fast ein Stack im Inventar. Von Ziegel. Achso, okay. Darf ich trotzdem Blumentopf machen? Ja, habe ich. Zu spät. Nein. Mann, scheiße. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Irgendetwas fehlt hier. Moment, nicht gucken. Ah, es fehlt. Ja, Tobi, jetzt komm mal rein. Ich mein, also jetzt so zufrieden bin ich nicht. Ja, ja. Naja. Darf ich gucken? Nein. Boah, Tobi, ich muss gleich schon ausmachen. Moment. Erst die Kisten sortieren, dann gucken. Nein, Tobi, ich muss gleich schon ausmachen. Also. So, Moment, Moment, Moment. Hier, guck mal, du kannst mal gucken, was ich hier mache. Nein, Tobi, ich möchte jetzt einfach schnell gucken gehen, weil ich jetzt gleich schon ausmachen muss. Ja, warte. Jetzt hast du mir noch ein bisschen Zeit. Warte noch. Wie lange? Warte. Au. So, jetzt hab ich mein Inventar gewonnen. Wo bist du? Hier, hinter dir. Ah! Da gibt's einen mit der Schaufel auf den Arsch. Dann kriegst du eine Axt in den Kopf. Wo bist du? Ach, da. Aua. Okay, darf ich jetzt gucken? Okay, der feierliche Augenblick ist gekommen, wo Torben jetzt gucken darf. Und aus dem Fenster guckt. Alter, das sieht nice aus. So fändet die Aufnahme. Das sieht voll nice aus hier. Sehr schön, Tobi. Hast du gut hingekriegt? Hier, werden noch nicht ins Zimmer gucken. Hier. Tada! Das ist echt geil. So, und cool Bilder. Cybertron. Sehr gut. Also, du hast zwei Ambosse gemacht. Dann hättest du ja noch einen irgendwo hin. Und Smaragde am Arsch. Hammer geil, Junge. Korrekt, Tobi. Die sehen voll geil aus. Lol. Nee, so sehen die nicht geil aus. Nein! Und da ist Lava drin, sehr gut. Au, ja, ich geh doch schon raus, Junge. Mann, du hast mich ausgeschlossen. Aber boah, Alter, der Ausblick ist auch voll geil. Nein! Hey, Tobi, hör mal auf. Hast meine Kiste geguckt? Achso, nee, noch nicht. Oh, sehr schön. Darf ich eine. Ich will einmal. Auf unser neues Haus hier. Hey! Warte, komm. Lol. Meine hat aufgehört zu spielen. Aber nice. So, rein da. Boah, aber Tobi, das ist voll geil geworden. Danke für dieses geile Zimmer. Danke. Danke! Mein Gott, ich hab nicht. Du musst jetzt bitte sagen. Was wir machen müssen, ist unbedingt schlafen legen, Alter. Ach so, mein Geschenk. Ja, da müssen wir noch warten. Mein Geschenk auch an dich, Tobi. Liegt da. Wo? Ja. Da. Oh, yeah! Ein Teil vom Schlafanzug, den ich mir jetzt mache. Au. Oh. Yeah! Yeah! Junge, hör auf. Willst du auch einen Schlafanzug? Nee, nee. Yeah! Tobi. Oh. Die musst du aber schon auf Schlafanzughose umbenennen, ne? Ja, ja, das hat der Zeit. Nee, nee, du kannst dir da ja den Anboss rauskloppen. Nur ja, wieder hinhängen. Das kostet dann nur mal so eben 50 Level. Nein. Das Umbenennen kostet mindestens 30. Nein, wetten wir nicht. Wetten? Nein, weil die Lederhose keine Verzauberung hat.
Ach so, das stimmt. Aber hinterher brauchen wir sowieso einen Amboss nochmal unten irgendwo, ne? Ja, hol dir das ruhig aus dem Item-Fans. Du musst den nur wieder so hinhängen. Dann wird er aber benutzt. Nicht beused. Okay. Nein, der wird dann nicht benutzt. Doch, und außerdem muss ich jetzt ausmachen, Tobi. Ich gehe in mein Zimmer und mach damit der. Alter, das sieht voll geil aus hier oben. Warte noch, ich muss noch eben die Tiere vermehren. Die Lampe habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, bringst du einmal Karotten? Die Lampe habe ich noch gar nicht gesehen, die sieht auch geil aus. Ja, warte, ich genieße noch einmal kurz. Wunderbar, dann machen wir in den nächsten Folgen zusammen die, die Dings-Ausstattung, die Bodenausstattung. Ach, Kinder hier, Schäfchen. Dann machen wir in der nächsten Folge die Bodenausstattung, würde ich sagen, ne? Was? Ja, die Bodenausstattung, die unten die Ausstattung. Und, jetzt sagen wir... Erstmal die Felder. Ja, okay. Würde ich sogar am liebsten jetzt machen. Und jetzt... Komm, das ist nur eine Sache von 2 Minuten. Nee, ich muss jetzt wirklich ausmachen. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal und der Tobi... Ja, Moment, ich möchte auch noch in mein Zimmer. Ja, okay, und dann gucken wir uns euch das Fenster an. So, dann mache ich jetzt auch Balkon, aus. Ja, theoretisch müssten wir dann noch lieber drinnen schlafen, oder? Das können wir morgen machen. Obwohl, komm, wir machen einmal ganz kurz Night, oder? Das wäre aber cheaten. Ja, wie lange dauert das noch? Das ist gerade erst voller Tag hier. Hä, hey, nein, ey, warte. Ich gehe eben in mein Zimmer, ich wette, dann ist Nacht. Ja, ey, wenn du da 20.000 Umwege gehst. Nein, ich gehe nicht 20.000. Ich gehe nur 2 Millionen. 2 Millionen. Boah, aber das sieht voll geil aus. Hast du echt geil hingekriegt, Tobi. Das muss ich dir lassen. Das sieht fast so aus wie auf dem einen Server damals. Da hatte ich aber irgendwie mehr Platz. Meinst du? Nein, da hatten wir weniger. Naja, dann sagen wir... Okay, also, jetzt kommt vielleicht rein zufällig so ein kurzer Cut. Und es ist Nacht geworden. Oh mein Gott. So, ja. Ja, ich weiß, wir haben gecheatet. Jetzt sind wir die schlechtesten Let's Player der Welt. Weil wir einmal... Weil Tare spammt uns zu, hatet uns, deabonniert uns und ja, dann könnt ihr zu eurer Mutter gehen, euch ausholen und sagen, Tobi hat sich nachgecheatet. Oh mein Gott, so. Weil der Torben ausmachen muss. Und deswegen sage ich bis zum nächsten Mal, Tobi, willst du noch was sagen? Willst du noch was sagen? Ja. Ja, okay, bis zum nächsten Mal. Alter. Arschloch. Okay, bis zum nächsten Mal. Schaut. Hey, warte, ich brauche eine Glasscheibe. Boah, Tobi, jetzt hau einfach rein, Junge. Ich muss ausmachen. Ja, ich weiß. Ja, du musst auch immer direkt ausmachen. Meine Eltern rufen mich. Ja, tut mir leid. Ja, ich muss ausmachen. Jo, ich bin dabei. Sag deinen Eltern, Tobi ist schuld. Und dann kannst du dich auch ausholen. Genau wie alle Zuschauer. Ja. Alter. Ja, jetzt komm, hau rein, Tobi. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.